Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sunday Spectate mit mir, dem Unobtainium Marius. Und diesmal schauen wir wieder einem Spiel von mir zu. Wieder einmal Ranked. Müsste jetzt, denke ich, mittleres Platin sein. Das Replay ist schon ein bisschen älter, deswegen weiß ich leider nicht mehr genau, was drin vorkam. Deswegen lasse ich mich einfach mal auch überraschen. Und wir sehen, dass ich selber spiele wieder Lucian. Und mit einem Trash-Support gegen einen Ahmee und einen Graves. In der Mitte haben wir die Akali. Und können wir da eigentlich auch hinswitchen? Die Akali gegen den. Gegen den. Die Ludus, glaube ich. Top. Ludus top. Und Zed ist Mitte. Also Akali und Zed spielen gegeneinander, sowie die soeben schon genannte Lulu gegen den. Moment, den Singed, der noch AFK irgendwo hier bei uns in der Base rumsitzt. Da ist er. Der Übeltäter. Gut, so viel dazu. Das war das Matchup. Beziehungsweise wir haben noch die Jungler vergessen. Oho. Der Rengar für das Gegnerteam und der Lee Sin für unser Team. Ja, da darf ich jetzt an die Carry wieder schön aufpassen gegen den Rengar. Wenn der wieder irgendwie aus dem Nichts herausgesprungen kommt. Und man wieder einmal keine Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Was ich noch dazu sagen muss, der Lucian, den ich hier gerade noch spiele, ist dieser alte Lucian, sage ich jetzt mal. Der ist jetzt schon zurzeit wieder geupdatet worden, angeblich gebalanced. Hat da jetzt einige Änderungen bekommen mit seinem Dash und mit seiner Range. Wahrscheinlich wird das auch später wieder geändert. Mal schauen, was Riot sich da einfallen lässt, weil im Moment ist es ziemlich stark. Und ja, allgemein damals, also jetzt, was wir jetzt hier sehen, dieser alte Lucian, der war natürlich auch sehr stark, deswegen wollte man ihn ja eigentlich nerfen. Und ja, der Thresh hier, sieht man schon, der hilft mir auf jeden Fall schon mal zu pushen. Ich verpasse erstmal das erste Minion, richtig geil. Und der Thresh könnte jetzt hier schon genau seine Passive da bekommen. Damit wir beide da so ein Stack abbekommen, jeder ein bisschen mehr Geld hat und dann auch schon dieses Support-Item sich neu auflädt, weil das dauert ja einige Sekunden. Und es kann am Anfang nur maximal zwei Stacks haben. Ah, und da kommt der Singed wieder. Der schien wohl nicht connected gewesen zu sein. Und steht immer noch fleißig in der Base rum. Während die Lulu da oben schon kräftig am Pushen und Farmen ist. So, wir sehen jetzt hier, dass Nami ebenfalls nicht da anwesend war. Sehr interessant. Als zwei Disconnects im kompletten Spiel. Der Graves wird hier jetzt natürlich an den Tower gepusht. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, denn er verliert auf jeden Fall da ein paar Minions. Können wir mal gucken. Okay, er verliert keine. Ich habe genauso viel. Oder wenig, je nachdem. Hab da auch nicht sehr gut gefarmen können. Hab da ein paar Minions verpasst. Aber ja, wir zonen ihn jetzt. Ich meine, was sollen wir jetzt machen? Nami ist nicht da. Und wir zonen ihn jetzt einfach. Wir lassen ihn nicht an das Gold herankommen. Und ja, und da wurde er leider sogar gecatcht, weil er halt versucht hat, näher ranzukommen. Der Thresh hat da gut hooken können, bevor da die nächste gegnerische Minion Wave kam. Ja, Thresh will jetzt angeblich wieder also Minion haben, genau. Hätte da jetzt nicht diese Autotex verwenden müssen, um da zu pushen, weil wir wollen ja gerade freezen. Wurde hier extra, weil eventuell kommt jetzt der Jungler runter, um zu helfen. Weil, wie gesagt, es ist eine 2 gegen 1 Lane. Graves könnte eventuell Unterstützung gebrauchen. Wobei wir sind halt zwei Ranged Champions gegen Oha. Wir sind halt zwei Ranged Champions und wenn Dringer kommen würde, würden wir den eventuell auch einfach nur zonen. Den Vorteil, den Graves jetzt hat, er bekommt halt die ganze Erfahrung ab und bekommt halt dadurch mehr Erfahrung als Thresh und ich. Was ihn halt eventuell schneller Level 6 werden lässt. Aber dennoch, oh Gott. Replay scheint richtig umzupacken. Mal schauen, wie sich das später noch verhält. Ich hoffe, es wird nicht zu schlimm, ansonsten kann ich die Aufnahme vergessen. Der Lee Sin, keine Ahnung, der Counter-Jungle da sogar. Ist ein bisschen gefährlich gegen Rengar, aber schon mal weiß er, was er tut. Weil Rengars Early Game ist eigentlich recht stark. Man könnte natürlich jetzt sagen, ja, Lee Sin's auch. Ist natürlich richtig, aber anscheinend macht er sich da gerade auf den Weg in die Mitte. Können wir ja mal vorbeischauen, weil die Botlane ist gerade nicht sehr interessant. Ah, okay. Hat da scheinbar nur einmal einen Autotech machen können.
Und Red Buff applied. So, wir gehen wieder runter auf unsere Lane. Schauen hier fleißig, wie ich am Farm bin. Versuchen immer noch den Graves da so fernzuhalten von den Minions. Und sich halt trotzdem aber noch auf die Minions konzentrieren, dass man die killt, weil der Graves hat da relativ viel CC. Der kann da, also nicht CC, sehr viel AOE-Schaden. Da kann er eventuell auch noch in einem Tower einiges abbekommen. Und hier, selbst in einem Tower bin ich noch bereit, den Grave zu sauen. Heißt, ich gehe nicht einfach jetzt hier hinten, verziehe ich mich im Busch, sondern ich bleibe aggressiv. Und ja, man sieht jetzt nun schon langsam, baut sich ein Unterschied auf zwischen den Minions. Ich habe 9, ja, jetzt fast 40, er hat gerade mal 20. Und ja, das ist natürlich jetzt schon ein massiver Unterschied. Können wir mal auf das Gold schauen. Ich habe 300, 400 Gold mehr. Ja, und das ist natürlich schon wieder einmal ein paar extra Schuhe, die ich mir leisten kann. Ja, jetzt hier das Zone-Fest geht weiter. Es gibt da nicht so, oh, jetzt hat er sich zu weit rausgeragt, hat da schön den hat da schön den Hook dodgen können. Und jetzt kommt natürlich die Rengar. Der Rengar-Gang perfekt getimed. Der Graves dachte aber, er könnte da jetzt mithelfen. Falsch gedacht. Der Thresh hat da sehr schön reagiert und hat da den Graves zu uns geschmissen. Und ich konnte ihn da dann relativ einfach noch mit der Q und einem Auto-Tech mit diesem Schuss, ich muss mir mal die Namen einbringen, Piercing Light heißt das Teil. Mit dem Piercing Light habe ich ihn da töten können. Und ja, das ist eigentlich ein relativ guter Start, auch wenn es sehr schade ist, dass die Nami leider nicht da ist. Aber wir schauen einfach mal, wie sich das Spiel entwickelt. So, der Graves war tot, wir haben die Minions unter dem gegnerischen Tower gepusht, während der Graves da noch am Rumliegen war und im Shop einkaufen und wieder zur Lane zurücklaufen ist. Und ja, wir können jetzt hier sehen, dass die ganzen Minions da... Oh fuck, das war der falsche. Ich meine, Mist. Und ja, wir haben halt hier gesehen, dass der Graves da die ganzen Minions verpasst hat. Ja, freest sich die Lane natürlich jetzt selber, weil er weiß, sobald wir wieder zurückkommen, hat er mal wieder keine einzige Chance, da an Farm reinzukommen. Was er jetzt machen sollte, schnell pushen, um die Lane zu resetten. Weil sobald jetzt hier der Thresh auch wieder kommt, werden wir wieder aggressiv gehen. Ich kann da gerade eher weniger aggressiv gehen, weil da so viele Minions sind. Und sobald ich den Graves da einmal angreife, fokussieren mich die ganzen Minions sofort wieder. Dann können wir auf mich gehen. Deswegen will ich da erst, oh ja, benutze sogar die Ultimate, um da die Lane zu resetten. Aber ich tanke jetzt hier einfach mal die Minions, weil im Moment keine Gefahr besteht, dass da irgendwie ein Kampf kommen sollte. Wir sind eh zwei Personen. Und damit halt die Minions nicht in den Tower kommen. Damit ich die halt immer noch diese vor uns im Tower farmen kann. Und halt noch weiter weg vom Graves Tower sind. Und der Graves sich noch weiter vorwagen muss, um überhaupt an Erfahrung zu kommen. Weil jetzt ist es soweit, dass wir ihn so weit wegzonen, dass er überhaupt gar keine Erfahrung mehr von sterbenden Minions bekommen würde. Wie gesagt, er ist Level 6. Ich glaube, er war sogar früher Level 6 als wir. Hat er da jetzt leider nicht genau drauf geachtet. So ein paar Minions früher war er, glaube ich, Level 6. So, in der Mitte werden so ein paar Kills getradet. Wie Sin und Zed sterben da. Akali können da noch den Zed finishen. War wahrscheinlich ein mehr oder weniger fehlgeschlagener Gank. Oder? Ja. Von unserem Lee Sin, da hat sich wohl Lee Sin mit dem Schaden von Zed etwas verspekuliert. Hier sehen wir jetzt ja, dass Rengar scheinbar nicht sein Rot haben wollte. Ich nehme den, Akali braucht den nicht, die hat Energie. Ich hätte da eventuell sogar den Blau komplett clearen sollen, damit wir wissen, wann er wieder abkommt und den vielleicht nochmal stealen können. Habe ich nicht dran gedacht. Und so schnell wie möglich auf meine Lane wieder. Und halt eventuell wäre halt Rengar gekommen und dem wollte ich jetzt nicht den Rotbuff sofort wiedergeben. Ja, das backt so scheiße rum. Das ist ärgerlich. Eventuell hätte ich ein neueres Replay genommen, aber... Naja, jeder versucht Graves wieder mehr oder weniger... verzweifelt uns vom Tower wegzubekommen. Was er hätte machen jetzt sollen... ich meine, er farmt ganz gut noch. Also, dafür, dass wir ihn so heftig zonen, hat er noch relativ viele Minions. Aber ja, jetzt warten wir einfach, wir greifen den Tower nicht weiter an. Wir hatten jetzt einfach nur gewartet, dass der Tower die Minions finisht.
Und der Graves hat überhaupt nichts bekommen, weil er sich komplett zurückgezogen hat. Und ja, jetzt Graves ist immer noch weg. Und wir könnten jetzt hier pushen. Denken aber noch, dass er wiederkommt oder. Keine Ahnung. Wir freezen scheinbar noch. Was im Grunde genommen nichts Falsches ist, aber wenn wir den jetzt hier schnell unter den Tower gepusht hätten, hätten wir sofort die ganze Minion Wave getötet bekommen. Also die eigene. Nicht, also damit der Gegner die nicht bekommt. Ja, stattdessen zonen wir hier, da sind trotzdem ein paar Minions gestorben vom Gegner. Von unseren, aber es passt schon. Ja, auf jeden Fall, ja, so zont man. Der Thresh macht das auch relativ gut, er steht relativ weit vorne. Weiß, wie weit er sich vorwagen kann. Jetzt sehen wir, dass Graves wieder da ist. Ja, kann jetzt wieder vom Base kommen und da nicht viel machen. Hätte gedacht, der Tower fällt vielleicht sogar. Weil sobald der Tower fällt, kann er eventuell weiter hinten farmen. Dass die Name immer noch nicht da ist, ist leider sehr schade. Oh, und hier versucht er wieder gegen uns zu kämpfen, aber da gibt es nicht viel zu holen. Oh, jetzt will ich ihn diven, jetzt bin ich greedy. Jetzt mache ich Ultimate. Jetzt muss ich aufpassen und ja, da hat er mich finishen können. Ich glaube, er hatte Ulti benutzt, das hat man leider im Replay nicht gesehen. Und jetzt kommt erst Thresh, kam dann gerade erst hinein und wollte da mir helfen, aber es war leider schon zu spät. Und der Graves konnte da unterm Tower einen schönen Double Kill holen. Da haben wir leider richtig viel Scheiße gebaut, weil genau das wollen wir eigentlich nicht. Jetzt können wir mal kurz aufs Goldtrosch wieder schauen. Jetzt haben wir fast. Naja, er hat halt wieder seinen Abstand ausgebaut. Er hatte bestimmt sehr viel weniger Gold vorher und wir haben ihm jetzt hier bestimmt 600 Gold in die Tasche gedrückt, wenn nicht sogar mehr. Und haben ihn sozusagen ein bisschen mehr an uns dran gebracht. Er ist jetzt 1000 Gold dahinter. Vielleicht wäre er vorher fast 2000 Gold hinter uns gewesen. Mal kurz gucken hier. Ja, der Lucian hat da invaded. Ich habe gerade aus Versehen. Ah, und der Graves hat dann den nächsten Kill bekommen, heißt er. Hat jetzt wieder ein bisschen mehr Gold bekommen. Gold, wie auch immer. Und jetzt ist er nur noch 500 Gold hinter uns. Also es ist schlecht. Graves hat das relativ gut gespielt und wir waren ein bisschen greedy. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den Mist hier umgestellt habe. Oder ob ich das eventuell sogar so lassen soll. Aber, wir lassen es mal so. Kann man auch die Gegner ein bisschen beobachten. Was die so gerade treiben und was man hätte machen können. Weil das ist natürlich auch immer ganz wichtig zu abzuschauen. Ich weiß gar nicht, wer von uns Drache gemacht hat. Die Gegner oder wir. Eventuell die Gegner. So, jetzt haben wir den Tower down. Jetzt gehen wir hier auf den Graves, der kann natürlich auch wegdashen, genau wie ich. Möchte da auf Abstand bleiben, bloß keine One-on-Two-Fights machen. Und wir schnappen uns die nächsten Farmen, sind mit doppelt so viel Farmen vorne. Aber durch die Kills konnte halt Graves das relativ gut ausgleichen. Und wir pushen jetzt weiter die Waffen am Tower. Damit Graves da möglichst kaum, möglichst keine Minions bekommt. Und immer mal wieder mit diesem. Wer ist? Piercing Lightning. Piercing Light. So. Immer mal wieder. Durch die Minions auf den Gegner schießen. Also man muss noch nicht mal die Q auf den Gegner machen, um ihn zu treffen, weil die Range viel weiter ist. Können wir vielleicht mal nachher nochmal sehen. Genau. Habe ich ihn leider jetzt nicht getroffen. Soll ich einfach nur pushen? Der Graves hat übrigens jetzt Red Buff, also Diven ist jetzt auch keine Option. Das ist ziemlich gefährlich. Wir nehmen jetzt einfach hier den nächsten Tower und gehen dann Botlane. Oh, jetzt sind ja keine Minions mehr. Der pinkt gerade kurz. Oh, hier bekomme ich richtig viel Schaden. Hier der da gerade noch so hoch. Wir sehen leider überhaupt nichts wegen dem scheiß Replay-Bug. Aber das haben wir relativ gut gemacht. Der Thresh konnte da noch den Tower tanken, als die Minions tot waren. Und ich konnte den Tower finishen. Und danach haben wir uns auf den Graves fokussiert. Ich musste dann leider noch healen, konnte ihn halt dadurch aber ein bisschen baiten. Erst wenn ich vielleicht früher healed hätte, hätte er gewusst, dass er mich nicht töten kann. Also ich hab so bis zum letzten Moment gewartet. Weil, damit er halt nicht einfach wegläuft. Und wir halt dann gar keinen Kill bekommen. Weil wenn ich schon bei halbem Leben vielleicht geheilt hätte, wäre er einfach rausgelaufen.
weil er dann halt gemerkt hat, oho, der hat zu viel Leben, ich habe viel zu wenig, mein Schaden reicht nicht aus, um den Lucien dann noch zu töten, und wäre vielleicht weggelaufen. Und so ist er halt bis zur letzten Sekunde da geblieben und konnte dann halt nicht mehr abhauen, weil es zu spät war, weil er hatte zu wenig Leben. Der Trash war dann auf ihm drauf. Und ja, dann hat meine Ultimate ihn gefinisht. Schön von Distanz, weil wenn ich näher dran gegangen wäre, hätte er eventuell noch eine Kuh gehabt, also seinen Flächenschaden wieder. Und wir machen jetzt hier ganz easy den Drachen. Bleiben da auf Distanz, damit er uns nicht so oft angreift. Und da ist die Nami auch wieder weg, zurück, die wir jetzt auch relativ schnell hochleveln können. Hier helfen wir der Mitte jetzt noch aus. Da töten wir den Zed, der mal wieder den Lee Sin getötet hat. Und nehmen jetzt hier den nächsten Tower. Hier will ich jetzt eigentlich wieder auf die Botlane zurück, weil die beiden auf der Botlane die Minions zu unserem Tower gepusht haben, aber glücklicherweise. Oh shit. Jetzt. Irgendwie. Muss ich das so machen? Ja, jetzt glücklicherweise kam unsere eigene Wave hier an. Und dann konnte ich. Wurden nicht so viele Minions vom Tower getroffen, beziehungsweise gar keiner. Und ich konnte alles abfarmen. Hab da jetzt meine Ultimate benutzt, weil die Cooldown ist jetzt nicht allzu lang. Und in nächster Zukunft werde ich wahrscheinlich auch die Ultimate nicht brauchen. Graves ist gerade nämlich in der Mitte. Ich pushe jetzt hier die Lane wieder aus, damit der Graves nicht die Midlane pusht, sondern wieder gefälligst hier runterkommt. Und damit halt der Graves da oben in der Mitte nicht den Tower machen kann. Deswegen, jetzt ziehen sie sich nämlich schon wieder zur Botlane zurück, wie man sieht. Genau da. Wird gerade gepinkt. Und jetzt kann ich in der Base gehen. Wir kaufen uns ein paar Items. Damals habe ich, glaube ich, noch gar keinen Yumus Ghostblade oder wie das heißt, gehabt. Was ich jetzt auf jeden Fall immer kaufen werde. Weil da gibt dieses eine Item. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Shop öffnen kann. Nein, kann ich nicht. Oder? Kann ich hier den Shop öffnen? Nope, kann ich nicht. Alles klar. War ein Versuch wert. Ja, dieses Item, was dieses Gold-Item für AD-Spieler, die das, was auch Crit-Schaden gibt. Oh, hier haben wir den Z gecatchen können. Da stirbt schon wieder fast dieser Lee Sin. Der ist ziemlich deep immer. Und jetzt hier nehme ich, da ich relativ gut dabei bin, nehme ich hier den Red Buff und die Laterne. Und wir gehen weiter. Ja, unser Team hat relativ gut gefarmt, hat da einige Kills abgreifen können. Was natürlich immer sekundär ist. Die Akali hat da sehr viele bekommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, stimmt irgendwas nicht. Aber ja. Wir lassen es einfach mal laufen, auch wenn es hier gerade ein bisschen rumbackt. Wir sind schon 18 Minuten drin. Oh Gott. Machen da ein bisschen Druck unter dem Tower. Greifen die Gegner ein bisschen an, um sie vom Tower wegzuholen. Und damit wir dann später den Tower machen können. Irgendwie funktioniert die Kamera gerade nicht mehr so schön wie vorhin. Okay, ich glaube, ich werde das Replay nochmal kurz neu starten. Bis gleich. So, und wir sind zurück. Genau an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Und jetzt scheint es wieder einigermaßen zu funktionieren. Und ja, jetzt haben wir hier natürlich die ganze schöne Aufteilung, die ich immer vorher mache, verrutscht. Wir machen das ganz schnell nochmal so. Haben wir es wieder. Jetzt können wir schön hin und her schauen, was denn jeder für Items hat. Graves hat sich scheinbar hier auch einen Platzwörster gegönnt. Ja, wobei im Moment halt Infinity Edge sehr viel stärker ist. Weil, ja, dieses Platzwörster hat so ein bisschen dieses Early Game Power verloren. Und dadurch ist halt jetzt Infinity Edge sehr gut im Geschäft wieder. Gegner haben sich jetzt ein bisschen gegroupt in der Mitte, wollten da den Tower holen. Die Nami ist jetzt, glaube ich, auch schon Level 8. Und wir sind Level 11. Die konnten da wieder gut aufholen. Geht ja immer schnell, wenn man da mal disconnected war. Und ja, wir sehen, wir haben 4 Türme schon down. Relativ weit ahead. Hatten wir eigentlich Baron? Oder ist das nur ein Bug? Ne, wir hatten keinen Baron. Ich glaube, ich habe einen Bug. Ich springe kurz vor. Hier komme ich gerade noch so wieder in einen Teamfight mit rein. Ich glaube, wir spulen es doch nochmal zurück. Ich habe es leider zu schnell vorgespult, sorry.
Ja, da oben wird gerade gekämpft um den Tower. Zed engaged da gerade noch ein bisschen. Etwas Leben. Wird da getötet. Jetzt springt der Ringer hinein. Und ich komme mit meiner E hinterher. Bin etwas zu tief. Wollte eigentlich ein bisschen wieder rausgehen. Und jetzt haben wir keine Minions mehr, die da eventuell den Tower tanken könnten für eine Weile. Jetzt warten wir kurz wieder auf neue Minions. Wir können jetzt eigentlich den Tower relativ safe nehmen, weil zwei Leute von den Gegnern tot sind. Ja, die Gegner wissen das auch, die ziehen sich sehr weit zurück zum nächsten Tower. Und ja, das Ganze war, oha, hier werde ich ziemlich low gemacht, ich konnte da nicht mehr viel sehen und musste raus. Meine Mitspieler wollten da nicht viel weiter gehen, hätten eventuell noch ein bisschen weiter pushen können. Aber jetzt ließ er mir wählen, da gerade den Rotbuff. Ich halte mich jetzt hier ein bisschen an den Camps auf, mach da etwas mehr Gold wieder für meine Tasche. Da wurde leider die Akali gecatcht. Die hätte vielleicht schon Base gemusst. Schon etwas früher. Hätte sich viel früher zurückziehen können. Ich weiß, dass er kein Ultimate hat. Hat er denn auch keine? Jo. Aber die ist schon bald wieder ab. Ich push jetzt hier einfach. Oh, oh, das Ignite. Da hat er einen Tower-Hit abbekommen und ich kann sofort wieder aggressiv gehen. Weil ich weiß, dass er alles auf Cooldown hatte. Und er mir nicht mehr weiter gefährlich werden konnte. Ignite hat er schon benutzt und dann bin ich lieber nochmal hinterher und konnte Autotex machen und dadurch heile ich mich natürlich auch durch Lifesteal etwas hoch. Heißt, gerade wenn jetzt irgendwie, wenn man entzündet worden ist oder irgendeinen Dot drauf hat und man weiß, ja, man stirbt sowieso, kann man eventuell noch irgendetwas angreifen als AD Carry und manchmal überlebt man das, weil man sich durch die Autotex nochmal hochheilt, was ganz angenehm ist. Aber halt auf sowas zu achten ist natürlich auch nicht immer einfach. Aber in dem Fall war halt mehr dieser Schuss vom Tower sehr ausschlaggebend, dass ich nochmal reingegangen bin. Eventuell, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre ich einfach noch rausgegangen und hätte es dabei gelassen. Weil ich hätte es auf jeden Fall auch überlebt. Das Ignite hätte mich nicht getötet. Aber so konnte ich mir halt nochmal einen weiteren Kill, ein bisschen mehr Gold verschaffen. Bin jetzt kurz vor 200 Minions bei der 22 Minuten Marke. Hier catche ich den Rengar. Und er kommt, glaube ich, ganz knapp weg. Wird da unsichtbar. Lulu macht die Ultimate, um ihn zu retten. Ich glaube, das war ziemlich unnötig, weil der Rengar schon längst unsichtbar war. Hier geht der Zed über die Wand mit der Ulti. Die Sidden hat den da noch wegmachen können von mir, aber der Graves hat da gut aufgepasst. Hat da mich noch schnell rausgefokust mit seiner Ultimate. Mit seiner ultimativen Fähigkeit. Und ja, da bin ich leider gestorben. Ich stand da ein bisschen scheiße. Ich hätte vielleicht mich auch hier mehr in der Midlane aufhalten sollen. Ein bisschen hinter dem Support und bei Trash in der Nähe, weil der hat sehr viel CC, der hätte mich da ein bisschen besser retten können als der Lee Sin. Der Kick kam etwas zu spät. Da hat der Zed schon relativ viel Schaden auf mich machen können, bevor er dann weggekickt worden ist. Ja, jetzt bin ich ziemlich lange tot. Wir hätten da definitiv auch einen Tower einfach siegen können. Da wäre ich am Leben geblieben. Und das war leider nicht der Fall. Und Zed kam auch nur aus der ganzen Sache raus mit seinem Shadow. Ich will nicht zu Ring, ich klicke mal auf Ring. Da sind wir wieder und wir machen uns wieder den nächsten Redbuff. Und ja, ich glaube, eventuell hätte ich das auch Akali oder so geben können. Damit auch was anfangen können. Die sind eher weniger, weil der wäre derjenige gewesen, der engaged. Und der ist relativ squishy noch im Moment. Er hat da zwar sein Omen, aber gegen den ganzen magischen Schaden von Lulu kann er da nicht so viel machen. Was auch interessant ist, dass sich Lulu dieses Morello Monikon da gekauft hat, was relativ gute Stats eigentlich auch hat. AP wurde ein bisschen angepasst, glaube ich, letztens. Cooldown Reduction ist immer gut und Mana Regeneration ebenfalls, aber dieses Heilen, wenn jemand unter 40% Leben ist, dann kann er sich nur noch die Hälfte heilen, zum Beispiel durch Autotex, Lifesteal, durch den Sammler Spell Heal, durch das Heilen selber eines Champions. Ja. Keine Ahnung, gegen wen sie das eigentlich gekauft hat. Wahrscheinlich gegen Akali später, weil Akali halt relativ viel Spellvamp hat und dann kann, wenn Akali ein bisschen low ist, kann man die dann einfach downbursten und dann kann die sich nicht immer wieder hochheilen, was eigentlich ganz gut ist. Also aus Sicht des Gegnerteams. Und auch Lulu hat sehr gut gefarmt. Hat auch 200 Minions jetzt.
recht gut erfahren. Eigentlich recht gut gefahren, das ganze Spiel war recht einfach für uns alle. Ein angenehmes Farmmatch. Jetzt wird wieder der Tower besiegt, hier war keiner zu Gange. Und da haben wir uns schnell gegroupt und die Gegner haben zu langsam realisiert und reagiert. Und wir konnten dann schnell den Tower nehmen. Ich habe mir da übrigens jetzt noch neben den Rotbuff den Blaubuff gegönnt. Weil Akali braucht den nicht und Sinch eigentlich auch nicht. Die sind erst recht nicht. Und dann nehme ich den doch einfach, was sehr angenehm auf Lucian ist. Weil damals war noch Mana auf dem E zu finden und ich habe damals, glaube ich, die E gar nicht hochgelevelt. Weil aber auf der letzten Stufe von der E hat die E gar keinen Mana mehr gekostet. Ja, guck, ich habe dann 2 Punkte da reingemacht. Ah doch, lol, hier steht jetzt No Cost. Aber das ist, weil... Ja, das sind schon die neuen... Das Replay ist das alte, aber diese Sachen hier wurden schon geupdatet. Hier steht nämlich schon, dass es die Cooldown Reduction reduced von dem Doppelschuss. Aber das ist hier nicht der Fall gewesen. Also das war noch dieser alte Lucian, wie gesagt. Er konnte das noch nicht. Ja, der Graves ist noch gut dabei eigentlich. Ja. Nur 50 Minions konnte er halten, dieses Defizit. Hat da ein paar Kills mehr bekommen. Das ist... Na, 2000 Gold hinten, das geht noch. War schon scheiße, weil er hat halt dieses Bloodthirster. Infinity Edge wäre eventuell besser gewesen, gerade weil er behind ist. Ja, Akali sonnt da ein bisschen, während dann die Sim jetzt auch hinterher springt und ich da den Baron alleine tanke, was mir jetzt zum Verhängnis wird und ich sterbe. Da hätte der die Sim einfach mit mir den Baron fertig machen sollen. Wenn jetzt killt ihnen der AD Carry und die waren da zu sehr beschäftigt, so auf einzelne Leute zu gehen, haben da nicht genau rausfokussen können. Jeder kam da ein bisschen low health back, der Rengar, die Nami. Und dann, ja, wir hätten einfach Baron machen sollen, gemeinsam zu 5. Die Gegner hätten dafür nicht machen können. Wir hätten die vielleicht danach catchen können, wenn die da geblieben wären. Aber so war das ziemlich gut für das andere Team und im Grunde genommen throwen wir gerade ein bisschen. Was man einmal vermeiden möchte. Wenn man möchte das Spiel so schnell beenden wie möglich. Um halt eventuell ins nächste Spiel zu gehen. Und halt den Gegnern das Comeback zu vermeiden. Ja, da unten will ich jetzt eigentlich gerade nicht hin. Denn, wie gesagt, Baron ist noch am Leben, auch wenn das auf der Minimap gerade nicht so aussieht. Aber Baron lebt noch und wenn ich mich da unten zeige, gehen eventuell die Gegner zu Baron. Und das wollen wir nicht. Wobei. Wenn die Gegner hingegangen wären, hätten wahrscheinlich Akali und der Rest meines Teams die trotzdem noch töten können. Weil Baron ist doch recht stark und macht da relativ viel magischen Schaden und reduziert auch magische Resistenzen und dann kann Akali viel mehr Schaden machen. Wir gucken gerade hier wieder. Können da eventuell jemanden catchen. Die Sinn hat da die Kuh landen können. Aber der Gegner könnte raus blitzen. Die Lulu hat da diesen Movement Speed Buff. Zed ist ganz gut positioniert im Moment. Kommt da von der Seite rein. Die Sinn kickt ihn aber weg, bevor er Ulti machen kann. Was richtig gut war. Da richtig gut protecten können. Ansonsten halt die ganzen Pings. Krass. Ich mache hier die Tafel kurz runter. Na, der Zed hat das ganz gut gemacht, dass er von der Seite kam, hätte eventuell warten sollen, bis sein Team eventuell engaged, auch wenn das im Moment nicht ihre Hauptaufgabe ist. Die Gegner sollten einfach nur ihre Tower verteidigen, was sie eigentlich ganz gut hier machen, wie man sieht. Zed steht wieder relativ seitlich, hat immer noch seine Ulti ready, also er hat auch immer noch Flash ready, hat dann nur seine W benutzt. Ich bin relativ weit offen jetzt. Der Sinch macht gerade Split Push und wir pushen einfach nur in der Mitte, während Sinch da auf der Botlane die Minions zum Tower pusht und warten eigentlich nur drauf, dass wir jemanden catchen. Hier kommt jetzt der Zed, ich flashe weg, bevor er da zu viel Schaden auf mich machen kann für seine Ultimate, damit ich dadurch nicht noch mehr Schaden bekomme. Weil das ist immer das Beste, was man gegen einen Zed machen kann, der nicht ganz so erfahren ist. Einfach wegflashen, kurz nachdem er aus seiner Ulti angejumpt kam. Weil meistens machen die Zeds sofort die E und die Q und wenn man wegflasht, dann trifft das einen eventuell nicht. Und dadurch bekommt man auch von diesem Dot weniger Schaden, wenn dann die Ultimate explodiert.
Jetzt ist Sepp tot, das ist genau das, was wir wollten. Jetzt können wir einfach den Tower machen. Aber mein Team möchte hier scheinbar engagen, was ziemlich dämlich ist. Wie gesagt, wir können ja einfach nur den Tower hier nehmen. Ich fokussiere auf den Moment nur den Tower. Ich will den Down haben, damit wir das nächste Mal einfach durchlaufen können und den Nenip holen können. Ja, die Gegner haben da wieder so ein bisschen den Vorteil rausholen können. Das Gute ist halt, dass wir noch den Tower bekommen haben. Und ja, jetzt stellen wir uns mal vor, ich wäre auch noch hinterher gesprungen. Wir hätten da vielleicht ein, zwei Leute noch töten können. Aber mit meinem wenigen Leben wäre ich wahrscheinlich auch sofort gestorben. Und wir hätten vielleicht gar keinen Tower bekommen. Heißt, wenn ihr schon jemanden getötet habt, eventuell vom Gegnerteam, und die Gegner haben Angst vor euch, sagen wir mal so, dann könnt ihr einfach bei der nächsten Minion Wave den Tower zusammennehmen. Und dann eventuell danach den Inhibitor, weil den haben wir jetzt auch nicht bekommen. Das hätten wir bestimmt auch nehmen können, wenn da so ein paar Mitspieler von mir nicht all-in gegangen wären in der gegnerischen Base. Weil das war nicht nötig, auf keinen Fall. Wir hätten da einfach den Tower machen können. Und entweder dann rausgehen und uns wieder für Baron vorbereiten, weil der ist ja immer noch da. Oder halt den Inhib nehmen und danach Base gehen. Weil, ich meine, wenn wir Tower und Inhibitoren umsonst bekommen, ohne kämpfen zu müssen, ist natürlich immer besser, als wenn man dann die Konfrontation sucht und eventuell ins Risiko läuft, dass man stirbt. Hier jetzt nehme ich wieder wirklich sehr gerne den Blue Buff, wenn er wieder da ist, und fahre jetzt hier schnell oben die Wave und push die, damit hier von den Gegnern einer hin muss. Und gleichzeitig pusht auch Singed auf der Botlane, der hat natürlich Teleport dabei. Wie es ein Singed, der Switch pusht, am besten dabei hat. Der Satz hat leider keinen Sinn gemacht. Egal. Die Gegner haben hier ganz schön viele Wards stehen, ich weiß gar nicht warum. Oder wollen wir das? Jetzt müssen eigentlich die Gegner sein. Ach, hier klicke ich die Wards noch über die Wand. Gerade so. Der Pink Ward hat da ein bisschen gegeben. Ah, und ich sehe den doch, ich sehe ihn. Haha. Drei Pink Wards für mich. Und damit es ein bisschen schneller geht, benutze ich meine Passive. Weil genug Mana habe ich ja. Durch den Blaubuff schon wieder volles Mana. Und jetzt pushen wir wieder Mitte. Wir könnten jetzt ja, wie gesagt, Baron machen. Oh, aber Lee Sin war gerade noch beim Drache, hat da den gemacht. Ein bisschen extra Gold wieder fürs Team. Bevor das die Gegner bekommen, nehmen wir es natürlich lieber. Und ja, Singed kann man da relativ gut kiten, er kann da nicht so viel machen. Die können alle relativ gut wegspringen. Oh, Lee Sin ist da reingegangen. Und ich bin zu weit weg gewesen, die Gegner. Ja, und wie gesagt, Singed kann da nicht viel machen, der wird mehr gekitet als alles andere. Und jetzt versuche ich einfach nur noch wegzugehen. Es war ein sehr, sehr schlechter Engage von Lee Sin und Singed. Wir hätten einfach nur in die Base laufen müssen, zusammen als Gruppe. Und einfach den Inhib angreifen. Und wenn dann die Gegner kämpfen wollen, sollen doch die Gegner engagen. Weil wir wollen eigentlich nicht engagen, wir wollen nur den Inhib nehmen. Und jetzt ja, jetzt sind Leute tot. Oh, da ist sogar ein Wort, die sehen mich. Leute sind tot. Und ich warte eigentlich nur, dass die Leute anfangen, da Baron zu machen, damit ich den Inhib hier hole. Während die beschäftigt sind mit dem Baron. Aber die wissen, haben gesehen durch diesen Wort, dass ich hier war und gewartet habe. Jetzt kam Zed und hat zurück teleportiert. Ich kann ja mit meiner Ultimate ihn auf Distanz halten. Wir fangen dann auch den Tower ab. Ich will das eigentlich nochmal gern sehen. Zed kommt hier. Ich habe leider jetzt alle meine Fähigkeiten gemacht. Ich habe gerade nichts mehr übrig. Deswegen ist das Einzige, was ich machen kann, Ultimate. Viele dann noch bekommen diesen Movement Speed, um auf Abstand zu bleiben. Und dann ist meine Piercing Light ist dann wieder ab. Und ich kann ihn damit töten. Und die haben jetzt Baron bekommen. Und ich kann leider nicht wirklich. Ich denke schon, dass sie wieder zurück teleportieren sind. Und ich versuche gerade jetzt noch hier den Ende zu machen, bevor die Gegner wiederkommen. Selbst wenn ich jetzt hier sterbe, ist es noch relativ gut, aber die Gegner kommen nicht rechtzeitig an. Die kommen hier eventuell sogar noch weg, wenn der Ranger jetzt noch Ulti hätte. Ich glaube, hat er jetzt sogar gerade wieder. Der macht sich jetzt auch auf die Suche nach mir. Ich platziere da nämlich ein Ward, eben gerade, falls der Ranger noch kommt. Aber Ranger gibt's lieber auf. Und ja, da merkt er schon, da war ich sehr vorsichtig, ob mir eventuell Ranger hinterherläuft, weil man kann immer davon ausgehen, dass hier eventuell gewordet ist. Und dadurch, dass Ranger mir jetzt hinterhergelaufen wollte, durch den Ward hat er ja gesehen, wo ich hin bin, konnte jetzt Akali den Ranger auf dem Rückweg catchen. Und ja, das ist. Das war ein Fail-Flash. Kann aber noch gucken, jetzt wird die Akali von dem Set etwas gefokust. Wenn man hier auf den hier.
wird ein bisschen gechased. Die Lulu wird wieder gecatcht, die Bubble trifft. Jetzt haben wir allerdings nicht ganz so viel Damage mehr. Ja, die Sim rettet da den Zed noch ein bisschen. Dadurch, dass er Zed eventuell geflasht hat oder geweht hat, also mit seinem Shadow-Plätze, mit seinem Schattenplätze getauscht. Die Gegner versuchen jetzt gerade alles uns davon abzuhalten, diese Türme zu nehmen. Und das hätten wir halt auch schon früher machen sollen. Einfach auf die Türme und Inhibitoren zulaufen, gemeinsam. Und einfach die Türme nehmen. Hier, jetzt bin ich auch wieder am Leben, helfe da dem Trash. Gehe da noch richtig Ballsteep, keine Ahnung, ich muss auch mal wieder auf mich achten. Dann kam ich, habe mir Guardian Angel gekauft und Last Whisper haben wir jetzt auch schon. Gehe jetzt eventuell noch weitere. Hier sehe ich den Set auf den Trash einhämmern. Hätte da das Leben, jetzt sehe ich Lulu etwas weit weg. Aber die polymorpht mich und ich kann da nur noch disengagen im Moment. Der zündet Ghost. Muss da der Graves flashen, sonst hätte ich ihn getötet. Jetzt gehe ich hoch und will den Inhib holen. Wie gesagt, dieses Objective-Spiel, obwohl ich da eventuell Singed hätte helfen können. Aber ich glaube, ja, die Gegner sind zu viele noch. Da leben eigentlich alle. Wir sind auch etwas low, ein bisschen angeschlagen. Ja, manchmal hätte der Singed oder die Sin auch früher wieder aus einem Fight rausgehen sollen. Weil im Grunde genommen, wir müssen nicht kämpfen. Die Gegner müssen kämpfen. Wir müssen nur die Türme nehmen. Aber wenn die Gegner denken, sie müssen jetzt uns angreifen, weil wir sonst ihren Tower zerstören, sollen die angreifen und wir machen sie danach fertig. Und nicht genau andersrum. Wir nehmen einfach nur die Inhibitoren, Türme und sonstiges. Und natürlich, wenn die Gegner tot sind, ist es viel einfacher. Aber damit sie tot sind, ist es erstmal sehr risikobehaftet, weil, wie man sieht, die Gegner sind noch relativ gleich mit Kills. Sind etwa 9000 Gold hinten zwar, aber dafür haben sie eine recht gute Combo mit Lulu und Nami. Da können die relativ gut eine Person beschützen und auch Leute ganz viel slowen, damit man nicht an sie rankommt. Gerade gegen Singed ist das sehr gut. Singed kann ja halt nur leider rennen. Er hat auch leider kein Flash mit, also muss er einfach auf die Gegner zulaufen und wenn die alle slowen und stunnen, dann kann da Singed nicht viel machen. Außer den CC fressen. Aber was auch gut ist, weil dann kann halt der CC zum Beispiel nicht mehr mich treffen, weil die alles auf den Singed gehauen haben. Oder halt auf die Akali, die wahrscheinlich dann auch reinspringen wird. Ja, jetzt ist es so ein bisschen Flaute und somit pusht gerade, weil da immer noch, glaube ich, Superminions drauf sind. Deswegen pushe ich jetzt eine andere Lane. Meine Teammates gammeln da immer noch in der Mitte rum, ziemlich unnötig. Pushen da zwar die Wave schneller gegen die gegnerische Base, aber ja, jetzt komme ich hier mit den Minions an. Und jetzt können wir eventuell den Inhib nehmen. Endlich mal einen weiteren Inhib nehmen, weil der hätte schon eventuell 10 Minuten fallen können. Hätte man nicht so oft gekämpft. Singed ist jetzt da wieder Mitte. Er hätte einfach zu uns kommen können und wir hätten den Tower, den Inhib nehmen können. Die Bubble ist draußen, der Trash engaged, da kommen die Namen dann. Treffen hier, gehe ich wieder daschig weg. Ja, Kali merkt das gut, protect mich da. Zed geht raus, kann da nicht viel mehr machen. Ich habe den sogar, hab den sogar töten können. Und ja, Guardian Angel hätte mich sowieso gerettet. Jetzt hätte der Kali nicht reingehen müssen, sondern einfach nur rausgehen und mich auf den Innenblatt hauen lassen. Jetzt fokussiere ich den Graves, aber Singed rettet den da so ein bisschen. Aber kein Entkommen vor dem Lucian. Jetzt Follow-up vom Lee Sin Q. Hat da genügend Energie übrig, um die Lulu auch noch zu finishen. Und das ist ein Ace. Wir sind jetzt die einzigen beiden, die noch leben. Und machen hier den Tower fertig. Lifestealen da so ein bisschen von den Creeps hoch. Und ja, ich glaube, das war's so ziemlich. Das war das Spiel. Die Gegner sind lange genug tot, dass wir hier finishen können. Genügend Minions sind da. Hier mache ich noch Ultimate, um schneller zu finishen, bevor der Rengar und Zed wiederkommen und da eventuell uns töten können. Aber nee, alles safe und wir haben das Spiel bei Minute 38 gewonnen. Und wir können ja hier nochmal gucken. Ich wurde darauf hingewiesen, dass wir nochmal schnell einen Blick hier auf die Statistiken werfen können. Haben da relativ gut die Minions halten können. Der Graves hatte immer noch 50 Minions hinter mir gelegen seit dem Early Game. Hab da mit 8-3 relativ gute Stats
Bin da ein paar Mal leider gestorben. Upsala. Ach, ey. Oh Gott. LoL Replay buggt gerade leider so viel rum. Ja, Kali hat da auch, wie ich schon gesagt, im Alugen mit diesem 5-0 relativ gut snowballen können. Hat ja einige Kills bekommen. Hat auch sehr gut gefarmt. Ja, hat halt nicht diese normale Match gehabt gegen einen Ranged-Spieler. Deswegen, Zed war auch Melee, also konnte da Akali relativ gut farmen. Und ist dann eventuell einfach unsichtbar gegangen, wenn Zed sie geultet hat. Ja, Rengar war so ein bisschen hinten geblieben, ist da ein paar Mal gestorben, genauso wie Lee Sin. Hat da relativ gute Items, war aber nie so wirklich eine Gefahr. Wie man schon gesehen hat, ich bin da durch seine Combo nicht gestorben. Hatte da auch relativ guten Peel von meinem eigenen Team, die haben mich da gut beschützt und die Leute gefokust. Aber wie gesagt, so manche Fights hätten wir nicht anfangen sollen, sondern einfach hier die Inhibitoren nehmen können, ohne zu kämpfen und zu sterben. Und dann wäre das Spiel bestimmt 10 Minuten oder so früher beendet worden. Und eventuell nicht ganz so knapp. Auch wenn es jetzt nicht knapp aussah, aber man weiß ja nie, irgendwie macht man ja immer mal Fehler und dann kommt da, muss man ja nicht noch einen größeren Fehler machen und den Gegnern eine Möglichkeit geben, zurückzukommen. Was interessant ist, dass die Lulu sogar den Singed outfarmt, tatsächlich gerade. Normalerweise outfarmt immer Singed die Toplane. Aber Lulu hat relativ viel Wave Clear dann später auch mit genügend AP und konnte da relativ gut farmen. Ja, ansonsten, ja, eventuell hat den Gegnern ein bisschen Wave Clear gefehlt. Die Lulu war da so mit die einzige. Graves musste zu weit vorne, um da die Minions zu töten und konnten da halt keinerlei Tower verteidigen. Ohne halt eventuell Gefahr zu laufen, gecatcht zu werden von dem Thresh, der übrigens sehr gut gespielt hat. Und ja, ansonsten war es das wieder vom Sunday Spectate mit mir, dem Marius. Und ja, eventuell könnt ihr mir vielleicht. Ich werde mal schauen, wie ich das mache mit diesem Sunday Spectate. Weil eventuell lasse ich euch ganze Spiele einschicken lassen oder vielleicht einen Teamfight, den ich analysieren werde oder so. Irgendwie sowas, was euch interessiert. Das wäre bestimmt ganz witzig. Ein bisschen mehr Interaktion mit den Zuschauern. Und ja, ich lasse euch wissen, wie ich das machen werde, eventuell in der nächsten Folge. Und ja, bis dann. Viel Spaß mit euren Spielen. Bis zum nächsten Mal.